Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Adventure Maps. Ja, in der letzten Folge hatten wir Escape the Puzzle Master gespielt und heute habe ich vor, Escape the Facility Version 3.0.1 zu spielen. Habe ich entdeckt in einem YouTube-Video und ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe nur den Anfang gesehen, wo man hier über die Lava drüber springt, sonst habe ich nicht weitergeguckt. Also ich tue jetzt nichts hier vorsplendern oder irgendwie. Diese Map habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Und wir fangen mal an. Hier sind die Regeln. Also man darf keine Blöcke zerstören oder hinsetzen. Man muss auf Peaceful spielen. Ja, Peaceful. Ich spiele noch heute einen anderen Pack. Nämlich in diesem schönen Pack hier in Specs for BD Craft. Nur mal so zur Anmerkung. Ja. Man darf nur Clay zerstören. Das sind diese helle Blöcke wie die hier. Und man darf keine Blöcke craften. Also keine Clay-Blöcke. Und was das jetzt heißt, weiß ich nicht. Man kann aber eigentlich, glaube ich, Pressure Blades craften und Buttons. So wie es ungefähr so. Ja, mein Englisch ist ja nicht gut, wisst ihr ja. Und ich glaube, das bedeutet irgendwas mit, dass man das craften darf. Buttons und Pressure Blades. Und. Ah ja, hier, maybe crafted. Ja. Und hier geht's dann. Was ist mit der Maus los? Und hier geht's dann auch schon mit der Geschichte los und ich wechsle mal gerade die Maus. Bis gleich. So, sorry für die ganz kleine Unterbrechung. Meine Maus war leer gegangen und muss gerade eine neue Batterie hier einlegen. Und ich hatte gerade keinen Zubat, deswegen musste ich eben jetzt das Dings hier machen. Eine andere Maus anschließen. So, was haben wir denn hier? Was? Checkpoint. Geht's denn hier hin? Ist anscheinend von oben. Okay, springen wir mal. Ist ja alles noch von der Alter. Ist ja alles noch von der früheren Version. Das Mikrofon etwas höher. So, hoffen man hört mich auch gut, weil diesmal. Ich habe ja meinen ganzen Tisch hier. Alter, meinen ganzen Tisch hier umgebaut. Was ist denn das für ein Sprung? Alter, was ist denn hier los? Scheiß Kakao hier. Steht mir immer im Weg hier an der Maus. So, na Mann, das blöde Mikrofonkabel. Ich wünsche mir wirklich, dass es Mikrofone ohne Verkabelung gibt. Das nervt nämlich richtig, das Scheißkabel hier. So, was ist das hier für ein Sprung? Alter, das Scheißkabel. Hä? Was man das denn bitte schön mache? Das ist unmachbar. Hä, wie soll das gehen? Dein Maul mit deinem Schilder, ey. Hä? Sonst geht's doch hier nirgendwo weiter. Wie soll denn das dann gehen? Ja, Leute. Hier sind wir jetzt an einem schwierigen Dings angelangt. An einem. Alter, dieses Kabel, das regt mich gerade so auf. Alter. Was ist das? Muss man hier cheaten oder was? Das geht nicht. Also ich mache jetzt noch 11 Versuche. Wie nett mache ich hier mit Kreativmodus? Mache ich einfach deine blöde Block da kaputt. Alter. Warum bin ich gerade so schlecht? Ich war doch halt morgen noch gut bei Puzzle Master. Okay, noch einen Versuch mache ich. Oh, 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 oh. Ist doch machbar. Und hier ist jetzt der Checkpoint offen. Oh Gott, Leute.
die ersten 5 Minuten schon wieder verblimbert. Fängt es ja noch an zu regnen. Jetzt leckt es gleich bestimmt. Scheißregen. Okay. Oh. Did you just climb up all the way for nothing? Ja klar, hier ist Wasser. Das sehe ich schon. Hier ist eine Kiste, oder? Nee. Oh. Was haben wir denn hier? Find true pieces of cobble to open the doors. Ach so. Für Dings. Ja, wir kennen es noch von dem Puzzle. Cobblestone. Ja. Es shift wie eine Sau, wie wir sehen können. Bei mir hier auch regnet es auch gerade. Wie verrückt. Die ganze Zeit schon. Und wir verlaufen uns natürlich mal wieder hier schön im Irrgarten. Nee, hier waren wir schon. Ah ja, sehr schön. Und the last one ist irgendwo noch hier. Schon mein last one immer. Was ist hier oben? Hä? Was für ein unlogischer Weg. Alter, dieses Kabel. Ich muss mal gerade hier umbauen. So, jetzt nervt es nicht mehr, das Kabel. Jetzt habe ich es nämlich hinter meine Hand gelegt. Ne, hier sind wir schon. Ja, Escape the Facility soll auch angeblich, also das Gameplay von dieser Map entspricht 2 Stunden. Das heißt, mit dieser Map sind wir dann höchstens Mittwoch bis Donnerstag durch mit dieser Map. Und ich habe so viele Maps vor, also dieses Projekt wird etwas größer mit den Adventure Maps. Und ich bekam auch viele PNs, dass ich auch die Adventure Maps weitermachen soll, weil den meisten gefällt's. Und was ich hier auch nochmal an dieser Stelle sagen wollte, vielen tausenden Milliarden herzlichen Dank für 40 Abonnenten und über 3000 Aufrufe. Sehr vielen, vielen Dank, Leute. Und was müssen wir jetzt hier machen? Ach, das hier reinschmeißen. So. Einmal. Zweimal. Und. Was war das jetzt? Hallo? Ist doch gerade aufgegangen hier. Hä? Okay, ich muss mal kurz hier in den Dings gehen. In den Game Mode 1. Ah, toll. Ist das hier jetzt nicht richtig? Ne, das ist gar nicht richtig hier, das. So. Das ist drauf. Das ist auch drauf. Okay. Hm. Ja. Hier ist ein Checkpoint, wie es aussieht. Ja. Checkpoint Charlie ist hier. Look left. Was? Left ist hier. Oh. Kann ich hier dran springen? Nö. Geht nicht. Okay. Checkpoint. Your next task, get around lava. Ich glaube, wir können hier schlafen. Toll. Slash. Time. Set. Night. Zeit auf 1300 gesetzt. Jetzt können wir auch pennen. Ich wollte einfach mal hi. Sascha hat hi geschrieben. Ja, hier ist ein Checkpoint mit der Lava. Machen wir auch mal auf. Ich meine, wir können sie einfach aufmachen. Und look left. Ja, haben wir schon. Raus sind die Schweimer zu sagen. Und das 3D-Pack spackt irgendwie rum. Es war ja einfach. Ja, ich weiß, diese Map ist normal gedacht für Alpha. Aber naja, wir spielen sie eben in der späten Beta. So, find a redstone to complete the Schaltung hier. Und where is one create in the entry facility? Look right for rules. Ja, in the right. Okay, wir dürfen keine Blätter zerstören. Das heißt, wir müssen nur diesen Redstone-Block finden. Wo könnte der sein? Wo könnte das? Ach komm, das ist doch jetzt wohl nicht wahr. Das sieht man doch wohl. Das hättet ihr auch können ruhig in so Berg reinmachen, wo Wasserfall rauskommt. Das sieht man nämlich nicht. Weil diese eine Adventure Map, wo ich gebaut habe, habe ich das so gemacht. Und es war einfach. Und hier ist Obsidian. Ja, das war einfach. Was? Do not touch. Was passiert, wenn ich es touche? Wollen wir mal ausprobieren. Scheiße. Nix. Okay, also das war jetzt eine Verarschung hoch 10. Okay. Leitersprünge. Leute, bitte.
Wisst ihr eigentlich, wie ich Leitersprünge hasse? Deswegen hasse ich Leitersprünge. Deswegen habe ich auch in meiner Map die nicht gebaut. So. Und immer schön über einen drüber gucken. Und wir haben es geschafft. Puh, wir sind schon wieder bei 10 Minuten. Also noch 5 Minuten haben wir. Und nochmal das Kabel hier richtig legen. Gehen wir jetzt hier hin. Oh, jetzt geht's aber tief. Hauptvoll. Ja, nehmen wir das hier. So machen. Eine Druckplatte, eine Pressure Plate haben wir dann. So. Und ja, for the next part, you must craft items to open doors. Also müssen die Items craften, um die Mega, ach schade. Ich hab die falsch gesetzt, was? Warum hab ich jetzt nicht mehr rausgekriegt? Das ist nicht. Oh Mann, jetzt muss ich schon wieder in diesen scheiß Game Mode 0 gehen. Ach Gott. Nein. Eins. Und dann suche ich hier eine Druckplatte. Druckplatte. So. Ich setze schon einfach hier hin. Und die hier schon einfach nochmal da rein. So. Und dann gehen wir wieder in den Game Mode 0. Also sorry jetzt wegen diesem Fail. So. From the other room. Please place. Was? Oh. Ja, stimmt. Habe ich jetzt fast übersehen. Also das hier ist nur der Mülleimer für die anderen Dinge. Ah, fuck. So. Und so. Habe ich keine. So, was müssen wir jetzt hier machen? Ah, Bilder abhauen bestimmt. Was ist das? Oh. Hey. Das war ja mal einfach. So, und spring auch immer. Das geht dann viel schneller. Nein. Hat man gerade. So. Hin. Wow. Was? Main Facility. Komm auch nicht rein. Also deswegen gehen wir hier durch. So. Ja. Oben ist eine Kiste. Kommen wir bestimmt hoch. Thank you. Was haben wir hier? Zuschauerräume. Ist da in der Ecke vielleicht was? Ach, guck mal da. Da verstecken die immer die Kisten. Ist da denn auch was? Nee, hier ist nix. Okay. So. Einmal den hier machen. Und einmal den hier. Machen wir hinter uns zu, dass wir nicht mehr zurückkommen. Und wir sind auch wieder gleich beim Ende angelangt von Escape to Facility. Ja, und das ist jetzt eine Stadt hier, wie es aussieht. Und diese Stadt erkunden wir morgen früh in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, ich bin jetzt raus und ihr haut rein. Das war jetzt eine Minute kürzer. Aber naja, egal. Morgen geht's bei Escape to Facility weiter. Und bis dahin, ciao und haut rein. Euer SaschiLP.